Meine Damen und Herren, ich zeige euch jetzt ein Player-Review zu einer Karte, die bei 90% der Leuten, die diese Karte gespielt haben, in SBC-Futter umgewandelt wird. Wir haben Lemoine, heißt glaube ich Lemoine. Ich sage Lemoine, haben wir jetzt hier abgeschlossen. Ist ein Foot-Captain, den man freispielen kann und der sehr gute Werte eigentlich hat, ist ein sehr guter Sechser. Da ich aber nicht mit Sechsern spiele, oder ich spiele schon mit Sechsern, aber ich bevorzuge Achter eher, wird es eine Karte sein, die auch bei mir in SBC-Futter umgewandelt wird. Aber so, gucken wir uns diese Karte einfach mal an. Für die Leute, die nicht diese Münzen haben oder keine Lust haben auf SBCs und diese Karte spielen wollen, die großer Lemoine-Fan sind oder großer Lorient-Fan sind. Wir haben hier eine Karte mit mittelhohen Workrates. 1,75 ist er groß, also ist im Prinzip so kleiner Kanté. Mit 3 Sternen, 3 Sterne ist jetzt auch nicht mega geil, aber ist noch okay. Und sehr guten Face-Stats. Wir geben ihm einen Anker, um einfach noch mal ein Pace bisschen zu pushen. Er hat einen guten Antritt, aber halt in der Endgeschwindigkeit wird es halt scheiße. Deswegen Anker, vielleicht wäre da sogar ein Shadow gut gewesen, um einfach diese Sprintgeschwindigkeit zu pushen. Das ist ja absolut grottig, was er da hat. Im Schuss, ja okay, er hat eine Schusskraft von 78, Weitschüsse von 82. Es könnte mal sein, dass ein Schuss reingeht. Ich würde aber nicht darauf hoffen und würde es auch nicht versuchen, unbedingt mit ihm auf Distanzschüsse zu gehen. Dafür haben wir okay bis gute Passwerte mit einem 90er kurzen Pass und einem 85er langer Pass. Für einen Sechser, man muss betonen, es ist ein Sechser, vollkommen ausreichend. Im Dribbling dafür mega geil. Beweglichkeit, Balance 93, 94, Ballkontrolle 88, Dribbling 81, vielleicht nicht so geil, Ruhe aber 88 sehr gut. Und in der Verteidigung der Physis hat er natürlich seine Hauptstärken. Da hat er einen Abfang von 91, Kopfballpräzision von 80, Defensive Awareness von 93, faire Zweikämpfe von 98 und Grätschen von 94. Physis, die Sprungkraft maximiert, Ausdauer absolut brutal mit 97, der wird das ganze Spiel durchhasseln. Stärke auf 95, Aggressivität auf 99. Also ich erwarte mir auf jeden Fall einen Spieler, der sich defensiv durchsetzen kann. Er hat keine Eigenschaften, außer die Führungsstärke. Okay, ja, wow, bringt mir jetzt nicht so viel. Aber wir gehen einfach mal rein in die Division Rivals und gucken, was er so kann defensiv. Wie fühlt er sich denn am Ball an? Oh ja, er fühlt sich doch schon ganz, ganz gut an. Ist sehr flexibel, sehr beweglich. Und das hat auf jeden Fall Potenzial mit ihm da. Ja, da war er gut dazwischen. Sieht er den Raum, macht er den Raum zu und fängt den Ball ab. Schön dazwischen gegangen, schön dran geblieben, Ball erobert. Wieder schön dazwischen gegangen, schön einen Schritt schneller gewesen als der Gegner und den Ball dann erobert. Und mein Gegner quittet bei 1-1. Absoluter Ehrenmann, macht so Spaß gegen solche Hurensöhne zu spielen, die bei 1-1 quitten. Super dazwischen gegangen, super einfach da gewesen und den Ball erobert. Also er fällt, oh ja moin, wollte gerade sagen, er fällt durchs, okay abseits. Er fällt defensiv auf jeden Fall auf, er macht gute Zweikämpfe, steht immer gut. Aber klar, man braucht jetzt hier keine Wunder erwarten von ihm. Super defensiv wieder da gewesen. Super stark dazwischen gegangen wieder. Erster Abschluss mal mit Lemoine. Ist okay. Kann man nicht meckern, aber war halt auch nicht wirklich gefährlich. Wow, der nächste Gegner quittet bei 1-1. Geil. Ist aber auch egal. Kommen wir zum Fazit. Wir haben hier eine Karte, 3 Spiele getestet. Ihr habt gesehen, defensiv hat er durchaus seine Momente. Es ist keine Karte, die brutal geil ist. Was soll ich jetzt sagen? Ihr braucht nicht erwarten, dass ihr da einen Spieler kriegt, der euch defensiv alles abräumt und der defensiv einfach ein Monster ist. Der neue Viera. Es ist auf gar keinen Fall so. Es ist eine Karte. Ja, ich weiß, ich bin nicht zufrieden. Es ist okay als Futter für irgendeine SBC. Ich sage mir, so böse es auch klingt. Aber es ist halt nun mal so. Diese 83 Tempo klingt erstmal gut, aber 87 Antritt und 80 Sprintgeschwindigkeit sind einfach viel zu wenig. Man kommt mit ihm immer einen Schritt zu spät, so gefühlt. Immer irgendwie, da fehlt irgendwie dieser eine Schritt, um dazwischen zu gehen
Klar, wir hatten jetzt immer wieder eine Szene, wo er richtig stand, wo er auch mal gut in den Raum gegangen ist, einen guten Raum zugemacht hat. Aber wir hatten jetzt oft die Situation, wo er dann einfach ja nicht mehr hinterherkommt, nicht mehr das Bein dazwischen stellen kann und dann einfach der Gegner durch ist und ein Tor schießen kann. Deswegen, vor allem auch der Schuss, ja okay, ihr habt einen Schuss gesehen, auf einem Schuss kam ich, aber der war jetzt auch nicht wirklich der Rede wert. Deswegen, ja, ihr könnt ihn machen. Es dauert vielleicht eine Stunde, anderthalb, je nachdem, wie gut eure Gegner sind, wenn sie auch quitten bei einem 1-0 und nicht einfach drinbleiben, das Spiel durchzocken bis zum Ende. Deswegen ging es bei mir fast 2 Stunden, weil jeder Gegner gemeint hat, das wäre die Weekend League. Aber ansonsten macht ihn und investiert ihn für den SBC. Ein 88er Rating ist, das kostet der 30.000 oder so, spart ihr 30.000. Immerhin. Deswegen, ich würde ihn auf jeden Fall machen. Ich würde ihn niemals spielen. Da finde ich Thiago Mendes, den ich auch habe, das ist ja eine der wenigen Showdown-SBCs, die man sich bei einer Spielkunde zum anderen so geklickt hat. Da finde ich ihn um ein Vielfaches besser. Er hat noch weniger Antritt, aber dafür die Sprintgeschwindigkeit, aber ist eine viel abgerundetere Karte. Da passt einfach alles viel besser. Er hat einen besseren Schuss, Weitschuss, Schusskraft, so viel dazu. Vergleich zu Lame One. Viel besseren Pass und auch einfach defensiv. Das ist einfach eine bessere Karte. Für meinem Empfinden nach einfach. Auch neben dem Tonali sah er alt aus. Tonali war auch defensiv meiner Meinung nach besser. Er hat einfach kam viel besser in die Zweikämpfe rein, kam viel besser den Pass abzufangen. Deswegen würde ich Lame One machen, wenn ihr unbedingt einen Spieler dieser Qualität braucht. Ich glaube, keiner braucht ihn mehr im aktuellen FIFA-Stadium. Deswegen würde ich ihn machen, nur um ihn als SBC-Futter zu verwenden. Und ich sage an dieser Stelle tschüss. Wir sehen uns bei einem anderen Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Wenn nicht, dann fick ich eure